Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chigibolk und das ist BattleTech. Ich habe doch die lange Reise angetreten und bin wieder auf Veldri angekommen. Und dann machen wir hier die kleine Mission, die ich angenommen habe, und schauen, wohin es uns verschlägt. Alle da? Alle da. Wieder lange Zeiten aus der Hölle. Was haben wir denn hier? Humble Bundle Safe on Eve Online. Ich bin ja ein alter Eve Online-Veteran. Allerdings dann irgendwann noch gar nicht mehr. Also was heißt nicht reingefunden, aber man braucht ja schon eine gewisse Kontinuität oder Zeit dafür. Bus-Simulator 2018, was ist das denn? Ja, muss das sein? Okay, gibt es Multiplayer-Modus. Sieht grafisch ganz nett aus. Och, wir beginnen mal die Mission, ne? Ja, grafisch sieht er echt gut aus. So, irgendwo ist ja das Dropship gelandet, alles klar. Gucken wir mal. Ich möchte erst die hier ziehen. Ach Mist, da hinten sind sie. Ich dachte, es macht Sinn, wenn ich mich auch hier positioniere. Obwohl, scheint so. Scheint doch nicht schlecht zu sein. So, schon mal gezeigt. Hallo, hier bin ich. So. Ready for orders. Was haben wir hier für ein L?
Nee, der ist fies. Acknowledged. So, ist jetzt dran. Er zufällig. Na, oh. Der verschwindet. Na geil. Oh, so kleiner. Damage minimal. Waiting on you, Commander. Ready, set. Der darf hier nicht entkommen. Mist. Reporting critical hit. Boah, so viel Hitze entwickelt. Engaging target. Receiving you. Firing. So, was ist mit dir? Fällst du um? Naja, aber verstecken, ne? Boah, alle auf Schicki. Ja, auch noch, ne? Vielleicht zieh den Leuchter weg. Commander. Waiting for orders. Ja, Overheating, nö, dann halt nicht. Ey, bleib hier. Hallo. Ja. Warning. Armor breached. Internal damage. Och, nö. Warning. Detecting Mech Warrior injury. So, er ist weg. Gotcha. What's up, boss? Ach, Chiki. Ja, stand up.
operational. Engaging target. Ich bin froh, dass überhaupt in irgendeiner Form hier eine Rakete getroffen hat. Jetzt kriegen wir den aber. Und tschüss. Oh, auch tot. Ich glaube, wir haben es. Ah, nee. Okay, er steht noch. Objective complete. Jetzt haben wir es. Kurz und schmerzlos. So, wie sieht's hier aus? 17 Tage natürlich angeschlagen, klar. Verluste, nö. Bisschen Reparaturarbeiten. Ist auch kein guter Mac dabei. Oh, Ladezeiten und Performance. Immer wieder gerne erwähnt. Oh. Aha. That mech you asked for is cleared for fighting. Alles klar, cool. Eine that neue. Mech you wanted is back online. Ja, danke. Kriege ich denn von dir für dafür 208.000? Ja, mache ich. Ich scrap den mal eine Runde. Den brauche ich, glaube ich, nicht. So, Momentchen mal. Also erstmal eins nach dem anderen. Repair. Den hier auch. So. Dann haben wir das eine. Und jetzt gucke ich mal hier Contracts. Liberation Smithen. Oh, traveling to Smithen. Oh, cool. Da habe ich Bock drauf. Indirect Fire Capabilities. Ich travel da jetzt hin. So, mal Pause. Ja, denn Engineer Chip Upgrades. Was können wir hier denn noch tun? Power Systems.
könnte man tun, aber Mech Bay. Plus 3 Tech Points. Was haben wir hier? Plus 2 Tech Points. Plus 2 Tech Points. Was bringt uns das hier? 16 Mech Farriers. Travel Time to and from Jump Points reduced by 20% schnelleres Reisen. Guter Plan. Job's done, Commander. Financial Report steht dann gleich auch noch an. Also das machen wir noch. Oh, New Holowitz. Da geht's um Holovideos. Okay. Wir haben eine Lieferung an populären neuen Holovideos bekommen. Jetzt können wir Folgendes machen. Das ist ein Mix aus Action, historischen Dramen, Horror. Was sind Screwball-Comedies? Auf jeden Fall Comedy und Animated Features, Animationsfilme. Jetzt die Frage, was sollen wir tun? Sollen wir die Videos einmal rumgehen lassen? Oder sollen wir alle zusammensitzen und wir gucken uns die einmal durch? Oder sollen wir so eine Regelmäßigkeit da reinbringen? So eine Holo-Video-Nacht? Oder... Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Oh cool, mein Google antwortet. Oder sollen wir nur für die Führungskräfte ein Screening anberaumen? Ich denke, wir machen eine reguläre Holo-Video-Night. Was bekommen wir? Behemoth und Medusa bekommen High Spirits. Was heißt das? Oh, hohe Moral für die beiden. Cool. Zwei Tage. Hey Boss, das ist fertig. We just completed those upgrades. Noch lohnenswerte Ship Upgrades. Ich meine, die lohnen sich ja alle. Im Endeffekt. Ich mache mal dieses Refit Hahn. Es gibt noch mal 2 Tech Points plus. Jetzt auf Tech Point 7 und Medical auch 7. Moral 33. Travelers in Need. Was haben wir hier? Okay. Ein Schiff in der Nähe grüßt uns und die haben da wohl einen bösen Virus, Periphery Pox. Und aber das Government, also die Regierung hier auf dem nächsten Planeten, die wollen nicht, dass sie da landen, um sich Medikamente zu besorgen. Und wir können denen das jetzt verkaufen, Medikamente. Oder wir können denen welche geben, oder wir können einfach sagen, nö, wir halten uns da komplett raus. Aber ich denke, wir geben denen einfach welche. So, Moral plus 1 haben wir gekriegt. Medical Point Penalty, also minus 1 Medical für 14 Tage, das ist egal. Weil wir haben Moral plus 1 und ein plus 1 Reputation bei Arano. Bei den Arano. Bei der Arano Restoration. So. Continue.
lange brauchen wir noch? 2 Tage. Nö, ich bleib bei normal im Moment. Bisschen Geld sparen, wie gesagt. Und das sind wir schon. Not yet. So, in der nächsten Folge dann auf jeden Fall die Priority Mission. Oh, keine Contracts hier. Okay, dann muss ich definitiv nur die Priority Mission machen. So, was anderes ist, glaube ich, gerade nicht so wichtig. Die MacVarius könnten könnten Upgrade vertragen. Also hier mache ich mal Guts hoch. Und was kann ich noch? Piloting könnte ich. Aber Melee. Nahkampf muss jetzt nicht sein. Hier gehe ich auf Gunnery 7, das gibt 17,5% Base Weapon Hit. Mech Warrior Training complete. Orders? Hier gar nicht. Waiting for orders. Hier Piloting. Training complete. I'm here. Und hier kann ich hier warte ich noch, bevor ich hier noch das Hochlevel bei Medusa. Ja, dann haben wir das alles erledigt. In der nächsten Folge dann die nächste Priority Mission. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!